So, Freunde, weiter geht's mit der Herr der Ringe online. Wir sind wieder mal in der verlassenen Herberge. Mittlerweile waren wir schon ganz schön oft hier. Wir haben aber auch schon ganz schön viele Aufgaben erledigt. Jetzt haben wir aktuell noch eine blaue Aufgabe. Sprecht mit Kandak Hellholz. Der steht da vorne. Ich weiß nicht, ob es dann weitergeht, ob die Quest damit beendet ist. Keine Ahnung. Ich müsste mir das nochmal durchlesen. Habe ich jetzt nicht getan. Was benötigt ihr? Aber gleich wissen wir mehr. Friederik, geht es also gut? Das freut mich. Er und die Seinen hatten in den letzten Monaten viele Schwierigkeiten. Ja, das war's schon. Und der hat auch gar keine neue Aufgabe für uns. Sehr schön. Und wenn ich mir gerade hier mal meinen XP-Balken betrachte, dann fehlt nicht mehr viel und wir sind ein Level weiter. So, die Quest, die es da vorne gibt, ich kann gerade noch mal schauen, aber ich glaube, das haben wir uns in der letzten Folge schon mal betrachtet. Ach, das sind so blöde... Das ist eine blöde Aufgabe. Jagdauftrag. Bilvis Waffen scheiden. Mein Bruder Hunulf. Auch wenn es sicher keinen Zweck hat, dürfte ich mit euch sprechen? Ja, ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich keine sehr wichtige Quest. Bisher habt ihr euch an euer Wort gehalten. Meine Einschätzungsgabe wird jedoch häufig von meiner Leidenschaft getrübt. Daher werde ich euch zu meinem Bruder schicken. Er wird wissen, ob ihr wahren Herzens seid. Ihr könnt ihn finden, indem ihr der Straße nach Osten folgt, bis sie ansteigt. Von dort aus führt ein Tal in den Süden, welches euch zur Rückseite von Minas Eriol führen wird. Mein Bruder hat dort gemeinsam mit anderen ein Lager aufgeschlagen. Besteht seine Test und ihr werdet vielleicht unser Vertrauen gewinnen, um das Recht erlangen, mit jemandem zu sprechen, der vieles darüber weiß, was in diesen Ländern vor sich geht. Naja, das hört sich jetzt nicht besonders aufregend an, aber ich glaube, wir können das nochmal machen. Zumindest ist es auch gelb eingezeichnet. Ich habe ja in der letzten Folge eine ganze Menge Hinweise bekommen, wo wir denn weitermachen können. Das werden wir auch noch machen im Laufe dieser Staffel Herr der Ringe. So, jetzt laufe ich schon wieder in die Richtung. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Mein Bruder Hunulf. Können wir nochmal auf der Karte schauen? So, wo ist denn der da? Mein Bruder Hunulf. Ach, der ist da vorne. Kann sein, dass es da vorne sogar weitere Quests gibt. Ihr habt mir auch wieder jede Menge Tipps gegeben, wo es hier noch Quests gibt. Ich will mal schauen, ob wir hier weitermachen oder ob wir vielleicht zu einem anderen Gebiet reisen, um mal wieder ein bisschen was anderes zu sehen. Das müssen wir sehen. Wie gesagt, eigentlich hatte ich vor, dass wir ein anderes Gebiet erkunden. Wenn es natürlich hier jetzt sehr aufregend weitergeht, dann würde ich sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Dann machen wir hier weiter. Aber ich will erstmal schauen. Momentan ist es ja noch ein bisschen schwierig hier. Jetzt gehen wir erstmal hier zum Hunulf. Hunulf Munk. Der ist so ein Stück entfernt. Dann wurde ich gefragt, was habe ich denn eigentlich für einen Job? Ja, seit Januar diesen Jahres bin ich in die IT-Abteilung gewechselt. Das heißt, ich war ja vorher im Versicherungswesen tätig als, ja, mehr oder weniger Berater. Und jetzt bin ich in genau der gleichen Firma in der IT-Technik. Und da muss ich halt dafür sorgen, unter anderem, dass auch alles so läuft. Mache auch die Abrechnungen, müssen neue Computer bestellt werden und so. Das sind so meine neuen Aufgaben. Oder wenn was nicht läuft, dann bin ich einer von denen, der versucht wieder zum Laufen zu bringen. Also das sind so meine Aufgaben. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt hier alles aufführen würde, das würde wirklich den Rahmen sprengen. Das ist eine ganze Menge. Auf jeden Fall bin ich jetzt mehr selbstständig. Ich habe keinen direkten Chef mehr. Und das ist schon ganz cool, so wie es ist. So, mal gucken. Ich glaube, hier oben jetzt... Ah, guck mal, da gibt es eine ganze Menge mehr Aufgaben. Ich habe es gewusst. Und da ist wahrscheinlich auch mein Ziel, oder? Genau, da ist es. So, dann will ich mal schauen. Wahrscheinlich hier über uns. Jawohl, das sieht gut aus. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Garderik hat euch zu mir geschickt. Das sind gute Neuigkeiten. Es ist wahr, mein Bruder hat nach Rache verlangt und ich schwöre euch, genau das werde ich tun. Wir haben viele Leute verloren, als die Bilvisse hergekommen sind. Viele sind fort und noch immer verloren. Es ist gut, dass ihr gekommen seid und uns helfen wollt. So, der hat eine ganze Menge Aufgaben für uns. Ja, ich glaube, wenn wir die jetzt alle machen, dann sind wir auch hier ein Level weiter. Wie viel hat der? Auch zwei Stück. Passend bessere Decken. Eine passende Mahlzeit. Es tut mir leid.
Benötigt ihr etwas? Der Anführer der Billwisser, das hört sich interessant an. Orange. Die nehmen wir mal an. Besiegt Nichrück. Nichrück. Der Anführer der Billwisser haust in einer Festung, die in den Ruinen südöstlich der verlassenen Herberge errichtet wurde. Ja, ja, da waren wir doch schon mal. Da waren wir doch schon mal. So, jetzt schauen wir mal hier, was es da noch so Schönes gibt. Bessere Decken oder eine passende Mahlzeit. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Sammelt weiche Luchsfelle. Naja, das ist alles so. Passende Mahlzeit. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit sammelt stehen? Luchsfleisch. Und er hat auch jede Menge. Die Toten verbrennen in ihren Netzen. Ich verlange nicht viel von euch. Nicht viel, aber was ganz Schwieriges. Oder ich lasse nicht zu, dass man mich ignoriert. Ja, das ist halt... Es wäre schöner, wenn wir hier so Quests hätten, die ein bisschen aufregender wären, wie das ständige Sammle 10 davon und Sammle 10 davon. So, aber gut, wir Dürfte machen jetzt doch mal hier das. Sprechen? Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja, bleib locker. So, und jetzt sind die ersten auch schon verschwunden. Ich hätte hier gerne, man könnte hier ruhig die Quests anzeigen bis hier unten hin. Da hätte ich kein Problem damit. So, und das ist übrigens alles orange. Also gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich würde aber vorschlagen, wir machen das jetzt mal hier, die Anführer der Billwisse. Mal schauen, ob wir das packen. So, da muss ich natürlich wieder auf die Karte schauen. Und der ist da unten. Wie kommen wir denn von da aus am besten hin? Ja, einfach wahrscheinlich da durchlaufen hier. Jetzt habe ich auch gar nicht auf die Uhrzeit geschaut, wann ich die Folge gestartet. Aber jetzt... Ach du Scheiße. Ja, guck mal, der war unsichtbar, der kleine Drecksack. Der kriegt auf die Schnauze hier. Oder auch nicht, der haut zumindest mal ganz gut zu hier. So, der ist erledigt. Ich glaube, wenn wir jetzt noch zwei, drei Gegner getötet haben, dann sind wir ein Level weiter. Und dann geht das vielleicht auch nicht mehr so schwer. Aber ich werde mir jetzt mal so einen schönen Trank gönnen. Hatten wir auch in der letzten Folge gesagt, dass wir ab und zu mal Tranks benutzen werden. Guck mal, wie schön das hier aussieht hier. Ich glaube, da mache ich mal ganz kurz einen Screenshot, wenn ich noch wüsste, wie ich das eingestellt habe. Steuerung U, genau. Sieht cool aus. So, zack, jetzt haben wir ein schönes Bild gemacht. Und ich kann es wieder hierher, das Interface wieder einblenden. So, auf der Karte sehe ich lauter rote Punkte, das sind alles Feinde. Aktuell sehe ich allerdings keine Feinde, außer doch da hinten. So, genau, wo genau muss ich hin? Bessere Decken, nee. Ach, da unten. Also müssen wir uns irgendwie in diese Richtung weiter durchschlagen. Level 25. Wenn er alleine ist, könnten wir ihn packen. Na komm her. Ach du Scheiße. Du kleiner mieser Drecksack. Ah ja, Feuerwerfer. Logisch, deswegen. Aber die hauen schon gut zu hier. Ich glaube, wenn da zwei auf einmal kommen würden, dann wären wir wieder am Arsch. So, wir haben aber, glaube ich, einen Zauber, da ist Heilung dabei, ne? Plus 232 Moral. Stärkender Angriff. Und was haben wir hier? Blutdurst. Okay, befreit den Waffenmeister aus jedem hemmenden Kampfzustand. Okay. Also müssen wir ab und zu mal auch hier auf die 7 hämmern. Boah. Das sind zwei Stück. Scheiße. Das wird nichts. Das weiß ich jetzt schon, dass es nichts wird. Ich bin mir aber auch nicht so sicher, ob wir da lang müssen. Ja, wenn ich da jetzt weitergehe, dann rutsche ich bestimmt runter hier. Ich will da oben eigentlich weitergehen. Komm her, wir riskieren es mal.
Na komm. Ja, da müssen wir echt aufpassen. Ja, ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig jetzt. Ja, wir haben zwar den ersten fast geschafft hier. Komm, haut drauf, Junge! Ach so, der ist abgehauen. Das war ja der, was fast tot ist. Scheiße. Scheiße, jetzt war ich total verwirrt. Den, der was ja fast tot war, der ist ja abgehauen. Der andere ist stehen geblieben. Ah, scheiße. Kostenlos wiederbeleben. Okay, da müssen wir jetzt aber noch mal ein bisschen warten hier. Weil unsere Gesundheit ist ja nicht so best. Und der da hinten ist auch schon wieder gespawnt. Das geht hier ruckzuck. Ach nee, das war ja gar nicht der. Den haben wir ja gar nicht besiegt, alter Schwede. Was ist denn heute schon wieder los mit mir hier? Ja, ich glaube fast, das ist zu schwierig. Wir müssen doch den Rat annehmen in den Kommentaren und zu einem anderen Gebiet reisen. Das ist alles so schwierig. Die Entscheidung ist so schwierig hier. Ich will auch noch ein Level höher. Und dann wird es ja leichter. Komm, das machen wir jetzt auch. Wir suchen uns jetzt hier irgendeinen, der hoffentlich alleine kommt, der da hinten. Na komm. Kleiner mieser Müllhaufen. So, den haben wir erledigt. Sehr schön. Ja, aber ich glaube, noch zwei, drei Gegner brauchen wir bestimmt. Da sind wieder zwei auf dieser Seite, immer noch. Und die kommen doch garantiert auch zu zweit. Ah, Bullshit. Komm, wir hauen nochmal ab hier. Ich gehe nochmal hier kurz auf mein Pferd drauf. Und wir werden versuchen, noch mal ein paar Tierchen kalt zu machen. Bis ich ein Level weiter bin. Und dann wage ich es noch mal. Dann gehen wir noch mal hoch. Aua. Ihr seid gefallen und habt euch verletzt. Jawohl. Ich suche jetzt noch ein bisschen hier ein paar kleine Kreaturen, die hier auf dem Feld rumlaufen. Da. Da zum Beispiel, ne? Genau, du. Du brauchst gar nicht so wegzurennen. Und das macht aber schon einen ganz schönen Unterschied aus. Guck mal, der ist Level 23. Aber die anderen, die waren auch, das andere waren auch Elite-Gegner, ne? Genau, irgend sowas war es doch. Und jetzt kann ich gar nicht laufen. Ich bin gestunt hier. Jetzt geht's weiter. So, das waren auch Elite-Gegner, ne? Ich weiß nicht genau die Bezeichnung, wie man die nennt. Auf jeden Fall waren es stärkere Gegner. Und deswegen gehen die so leicht um hier. So, komm weiter. Noch zwei, drei. Ich weiß, ich sage wahrscheinlich schon seit fünf Gegner, dass es noch zwei, drei Gegner sind. Noch einer oder so. Ein Gegner und dann war's das. Da kommen sogar zwei, aber müssten wir packen eigentlich. Was sie grunzen hier, die Gegner. Was sie grunzen. Na, haut wieder ab. Diesmal bleibe ich an dir dran. Der ist tot und wir haben Level up. Sehr schön.
So. Okay, dann machen wir das nochmal. Dann gehen wir nochmal dahin. So, ich muss auch nochmal gucken, wo es da hochging. Aber es war da vorne, glaube ich. Komm, wir nehmen mal dieses. Diesmal nehmen wir dieses Pferd. Oh, und da schon wieder einer. Der war unsichtbar, der alte Sauhund. So. Jetzt sind wir gleich wieder da, wo wir eben gerade gestartet sind, nur mit einem Level höher. Bin mal gespannt. Das sind halt hier, warte mal, ich will das nochmal gucken. Der Anführer der Billwisse, noble Taten, einsame Lande. Das war keine Gruppenaufgabe, oder? Nö. Sieht nicht so aus. Das ist auch sogar nur eine gelbe Quest. Ah, logisch. Wir sind jetzt ein Level höher. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt hier packen. Schauen wir mal wieder so einen Trink rein. So, ihr Schweine. Naja, so toll sieht er jetzt nicht wirklich aus. Aber die Nummer 6, die haut immer geil rein. Jetzt kommt der andere Pisser noch. Müssten wir diesmal eigentlich packen, glaube ich, hier. Ja, aber es wird trotzdem knapp, ey. Ach, scheiße. Das kann ich eigentlich nur noch abhauen. Weil ich bin schon wieder dem Ende nahe. Ich hoffe nur, dass der eine Pisser jetzt weg ist. So, noch rennt er mir hinterher. So, er kehrt um. Und ich kehre auch um. Ich renne mir jetzt gerade wieder hinterher. Wobei ich irgendwie... Naja. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das schaffen. Denn es sind ja nicht die letzten Gegner, die wir hier zu erledigen haben. Da kommen ja noch viel mehr. Und ich muss vor allen Dingen auch noch mal einen Moment warten. Denn meine Gesundheit ist momentan am Ende. Warte mal, ich schaue mal gerade, was wir hier Schönes zum Trinken dabei haben. Universelle Krafttränke. Komm, das setze ich mal da rein. Jetzt habe ich das überschrieben. Scheiße, ist ja egal. So, was haben wir noch? Guck mal, die Waffe ist auch besser. Ich glaube, wir müssen uns die nächste Folge mal hinsetzen hier und unsere Waffen sortieren. So, auf geht's. Da steht nur einer, das ist gut. Das Schöne daran ist, die bringen auch anständige Erfahrungspunkte. Und jetzt geht es hier noch nicht mal weiter. Sag mal, da hätte ich ja vorher mal gucken können. Wir können da zwar hochspringen. Aber das bringt ja überhaupt nichts. Wo ist denn jetzt hier der Anführer? Wahrscheinlich da hinten irgendwo weiter unten. So, komm. Hier geht es auch nicht weiter, oder? Nee. Der hat auch eine Sichtweite, der ist ja blind wie ein Maulwurf. Oh, da ist wieder einer. Level 25. Aber nur einer.
Okay. So, ich will nochmal gerade auf die Karte schauen. Aber es ist noch ein ganz schönes Stück bis zu dem Anführer. Ich bräuchte so ein Spell wie bei EverQuest, dass ich mich unsichtbar machen könnte. Oder unsichtbar machen kann. Komm her, Fuzzi. Eben gerade so eine Art Heiltrank reingeballert, weil sonst wäre es schon wieder knapp geworden. So, hier müssen wir bestimmt weiter, da steht noch einer auf der Brücke. Aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen länger warten. Ach, guck mal, da unten sind die Spinnen hier. Komm, schau dich jetzt um. So, der nächste. Ich habe so ein bisschen Angst, dass hier so ein Unsichtbarer angekrochen kommt. So, und hier irgendwo muss der Anführer sein. Ja, das ist bestimmt dann auch. Der ist bestimmt auch wieder nicht alleine. Könnte ich wetten. Oben muss der Anführer sein. Komme ich denn da irgendwie vorbei? Ah, da kommt der nächste Pisser angelaufen. Warum wird es jetzt so dunkel hier? Alter Schwede, ich gehe mal wieder zurück. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge, das ist noch ein bisschen zu schwierig hier, wir probieren das in der nächsten Folge, diesen Anführer zu töten. Aber dann werde ich mich erstens mal neu ausrüsten und zweitens mal werden wir so lange vorübergehend in ein anderes Gebiet wechseln, wo es vielleicht ein bisschen einfacher ist. In diesem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge.